Jenseits Inside. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu unserer neuen Episode von Insights Inside. Und heute geht es um die Frage, wie navigiere ich denn am besten durchs Leben? Ganz oft stellen wir uns die Frage, ob der Weg, den wir gehen, das Richtige ist, ob wir das, was wir gerade tun, das Richtige ist, wie können wir denn in Beziehungen, im Business, im Beruf den richtigen Weg gehen. Und das stellt uns natürlich immer vor sehr, sehr große Herausforderungen, große Fragen, weil wir immer in dem Gefühl sind, dass wir vielleicht etwas Falsches schon getan haben oder etwas Falsches tun werden. Und das macht das sehr schwierig und anstrengend. Und ich möchte dazu gern eine kleine Geschichte von mir erzählen, wie ich vor 2 Jahren mein Leben komplett umgestellt habe. Ich bin ein sehr starker Verstandsmensch und war getriggert durch, was musst du noch alles erreichen, wo musst du hingehen, finde deinen Weg, bin ich am richtigen Weg, was passiert, wenn ich das und das tue. Also ich habe immer versucht, mein Leben fest im Griff zu haben und in die richtige Richtung zu gehen. Und das hat sich für mich sehr anstrengend angefühlt. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, mein Gott, ich würde so gerne die Zügel loslassen. Kann mir nicht irgendjemand die Zügel abnehmen, damit ich auch das Leben wirklich leben kann und mit dem Leben gehen kann? Und vor 2 Jahren habe ich dann, bin ich aus diesem Schnellzug, in dem ich gesessen bin über Jahre, ausgestiegen auf den Bahnhof und bin dort einmal gestanden, habe gesehen, wie die Schnellzüge an mir hin und her rasen, habe mich dort auch ein bisschen alleine und verloren und verlassen gefühlt anfänglich und dachte, boah, alle rasen an mir vorbei und ich stehe jetzt da und weiß nicht, was ich tun soll. Und habe mich aber genau auf diese in diese Richtung hinbegeben, sagen, okay, aber was will denn da aus mir heraus und gibt es dann da nicht auch noch ein anderes Navigationssystem in mir, das mir zeigt, was ich denn tun soll und wo es denn vermeintlich richtig ist? Und dieser Weg, den gehe ich jetzt konsequent. Seit 2 Jahren am Anfang war das sehr anstrengend. Mittlerweile habe ich mich auf eingeschwungen und ich bemerke mehr und mehr, dass das Leben mir ganz genau zeigt, was jetzt zu tun ist und es damit ich in einen Fluss reinkomme, in einen, ich habe auch mehr das Gefühl, ich gehe mit dem Leben, als ich kämpfe so dagegen an. Also ich kann viel mehr akzeptieren, was jetzt gerade ist und das sehen, als dass ich ständig darüber nachdenke, was denn passieren sollte und was ich denn alles tun muss. Ja, Shelia, wie navigierst du denn durchs Leben? Ja, wie navigiere ich denn durchs Leben? Also, das Erste ist eine Erkenntnis, und das greife ich auch, was du gesagt hast, dass ich irgendwann mal erkannt habe, dass man das Leben nicht falsch machen kann. Und auch was du sagst, kann ich sehr gut nachvollziehen und bestätigen. Diese Idee von das Leben passiert in diesem Augenblick jetzt. Und wie ich navigiere, ist zu schauen, was ist jetzt, was will jetzt aus mir heraus. Also heute oder diese Woche, was aus mir raus wollte, waren diese Podcast-Episoden mit dir. Diese Woche stand an ganz viel Sport, wenn ich zurückblicke. Dieses im Hier und Jetzt spüren, was ist das, was ansteht, was ist mein nächster Schritt in diesem Augenblick, das zu erkennen und den kleinen Schritt zu gehen, der für mich
logisch und offensichtlich erscheint. Dabei ist mein Verstand manchmal ganz aktiv im Hintergrund, wie ein Hintergrundgeräusch, und sagt mir, ja, Shelly, ist das richtig, dass du jetzt so viel Zeit nimmst diese Woche für Sport? Sollst du nicht lieber am Schreibtisch sitzen und an dein Business arbeiten? Oder mein Verstand gackert mir aus dem Off Sachen wie, ja, also 5 Podcast-Episoden diese Woche schaffen, das ist ja wenig. Könntet ihr nicht noch mehr machen? Also es redet die ganze Zeit und will mir suggerieren, wie ein Beifahrer, während ich fahre, dass ich auf dem falschen Weg bin, dass ich falsch fahre oder falsch fahren könnte. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass diese Beifahrerstimme keine verlässliche Information ist. Und was mein wahrer Norden ist, was meine Navigationsanzeige ist, ist einfach ein subtiles Wissen in mir in diesem Augenblick. Und je mehr ich in diese Richtung gucke, desto mehr beginne ich den Unterschied zu erkennen, immer mehr und immer mehr, zwischen wahrhaftigen Anzeigen von innen und der Lärm meines Beifahrers. Und früher bin ich tatsächlich sehr viel nach dem Beifahrer gefahren. Ich habe alles geglaubt, was er mir suggerieren wollte, was er geschrien hat. Er wollte immer an den Steuer greifen. Und heute ist es von innen in diesem Augenblick. Bei mir schreit natürlich auch immer ganz stark der Verstand und sagt, ja, aber du kannst dich doch nicht einfach nur dem Leben hingeben. Du musst ja Ziele haben, du musst etwas erreichen, du musst wissen, wo du hingehst. Und je mehr ich aber auf diese tiefere innere Stimme mich verlasse und vertraue, bemerke ich einfach, dass dieser Verstand, der die ganze Zeit so plappert, manchmal auch sehr laut plappert, immer nur die ganze Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her rast. Eben das war mein Schnellzug. Die ganze Zeit sagt, aber das hast du so gemacht und das hättest du eigentlich besser machen können. Oder gib dem, was vergangen ist, eine Geschichte, damit das auch rund ist. Und schaut in die Zukunft und sagt, ja, aber wenn du das tust, dann bringt dich das nicht dorthin, wo du hin möchtest. Du musst klar sehen, wie dein Weg aussieht. Und wenn ich mit meinen Kundinnen zusammenarbeite, dann kriege ich das so stark mit, was für die wirklich anstrengend macht. Sie erzählen mir dann, dass sie den ganzen Tag beschäftigt sind, dass sie den ganzen Tag etwas tun, aber immer das Gefühl haben, ja, aber sie müssten doch eigentlich. Also sie müssten doch mehr Marketing machen. Sie müssten doch eine bessere Strategie haben. Sie müssten doch mehr an sich selbst arbeiten oder an ihrem Business arbeiten. Und ich zeige ihnen dann immer, dass, hey, du tust doch den ganzen Tag etwas. Aber der Fokus ist so stark auf den Verstand, was der sagt, was denn eigentlich besser ist, was denn eigentlich gescheiter wäre, anstatt drauf zu schauen, dass ja, den ganzen Tag etwas getan wird. Also niemand, den ich kenne, liegt den ganzen Tag im Bett und tut nichts. Wir tun ja den ganzen Tag etwas. Und ich stelle dann immer die Frage, ja, aber was wäre denn, wenn das, was du jetzt gerade tust, genau das Richtige ist und dich genau dorthin führt, wo dein Verstand vermeintlich eh hin möchte? Ja. Da rast der Verstand. Natürlich, der geht viel schneller, der kann ganz, ganz schnell in ein Jahr vorausdenken oder ein Jahr zurückdenken. Das geht in Sekunde schneller, ist der in der Vergangenheit, in der Zukunft. Aber das Leben, das ist jetzt gerade. Das spielt sich jetzt gerade ab. Und wir wissen, was der nächste Schritt ist. Also jetzt, Shelia, wir zwei, wir wissen ganz genau in der Früh, wir haben das in unserem Terminkalender drinnen und wir wissen, dass wir uns um 10 jetzt treffen und machen diese Podcast-Folgen. Also es ist so offensichtlich und ich glaube, dass uns das Leben, wenn wir darauf hinschauen, ganz klar zeigt, was ist denn das Offensichtliche, was jetzt gerade zu tun ist. Und das mag
den Kalender abarbeiten sein, das mag aber auch ein Spaziergang sein, das mag was essen gehen jetzt, das mag einen Kunden treffen, also was auch immer das ist, aber sich mehr auf das Offensichtliche zu begeben, ja, und darauf zu schauen, was ist denn offensichtlich, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, wenn wir uns darauf verlassen, dann navigieren wir leicht durchs Leben und mit dem Leben. Hm. Ja, das erinnert mich so gerade an ein Experiment, oder es ist ein nicht geplantes Experiment, es ist einfach so gekommen. Ich treffe mich jeden Montagabend um 20 Uhr mittlerweile zentraleuropäischer Zeit mit Robin aus Brasilien, den kennst du ja auch, Silvia. Ja. Ein ganz, ganz toller ganz Mann. Ganz netter. Ja, ein ganz lieber, charismatischer Typ. Das stimmt, ja. Und er hatte irgendwas gepostet in unserer Ausbildungsgruppe von 2017, dass er sich gerade beschäftigt mit dem 12-Week-Year. Es ist so eine Art von Planungssystem. Und ich war neugierig, habe ihn kontaktiert und wir begannen uns damit ein bisschen zu beschäftigen. Und es hat nicht lange gedauert, dass wir irgendwie in diesen Mastermind-Kontext gekommen sind und wir sind jetzt über, keine Ahnung, 6, 7 Wochen unterwegs, vielleicht 8. Und wir merken immer mehr, dass wir nur uns treffen und beobachten Folgendes, nämlich ich frage ihn, was war letzte Woche das Offensichtliche für dich, was die sich gezeigt hat? Und er fragt mich das Gleiche, was war das Offensichtliche, was dir gezeigt hat? Und was ich immer wieder bemerke in letzter Zeit ist, ich arbeite zurzeit sehr wenig, also 2 Stunden am Tag, 3 Stunden am Tag, vielleicht lass es auf 4 kommen. Ich bin zurzeit so irgendwie in einer Phase, wo das so ist. Ja. Und am Montag, wenn wir uns treffen, ist unglaublich viel geschehen. Hm. Neue Kunden sind an Bord gekommen, neue Podcast-Episoden sind entstanden, ein Network-Event ist stattgefunden. Und ich bin selber erstaunt, wie leicht es ist, wenn ich meine Aufmerksamkeit und meinen Respekt darauf lege, auf dieses Offensichtliche, und wenn ich dieses Geplapper von meinem Verstand im Hintergrund lasse, wie leicht und wie fließend Dinge geschehen und wie viel ich zu berichten habe an diesen Montage. Und nicht nur Business-Sachen, Robin hat vor kurzem mir gesagt, dass er ein Einhorn-Barbecue-Party gemacht hat. Das ist ihm als nächstes offensichtlicher Schritt eingefallen. Ja, warum nicht? Die Bilder dazu müsste ich dir mal zeigen, so wie es ist. Ein Wahnsinn. ja, weil das dieses offensichtlich, und weil du sagst, du arbeitest nur 2, 3, 4 Stunden am Tag und es scheint dir so wenig. Also was ich an mir bemerkt habe, ich arbeite jetzt für meinen Verstand und für meine Verhältnisse auch sehr wenig. Aber es ist, die Ergebnisse sind aus meiner Sicht genau dieselben. Ja. Aber was absolut weggefallen ist, ist, dass ich mich ständig im Kopf damit beschäftige, was ich denn noch zu tun habe, was ich denn machen könnte, was ich denn anders machen könnte, was ich besser machen könnte. Das ist komplett weggefallen. Ich bin wirklich ein Buchjunkie. Also ich habe, keine Ahnung, also alle möglichen psychologischen Bücher, Lebenshilfebücher, keine Ahnung, die haben alle den Weg zu mir gefunden. Und heute denke ich mir, nee, ich finde das dort nicht. Dort ist nicht die Lösung dort drinnen. Ich verkaufe mittlerweile alle meine Bücher oder schenke sie her, weil das mich auch wieder antreiben würde zu, ja, aber das machst du nicht richtig. Das musst du besser machen. Das musst du anders machen. Nein, das, was jetzt gerade ist, das ist genau das, was jetzt gerade offensichtlich für mich sein soll. Und mit damit zu gehen, also das ist so viel einfacher und so viel leichter. Es ist mir klar, dass es, und es war für mich, also wie ich das erste Mal darüber nachgedacht habe überhaupt, oder mir das jemand gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, das geht gar nicht. Ja, also das muss doch, ich muss doch wissen, wo ich hin möchte. Ja. Nein, weil mehr glaube ich, tief drinnen wissen wir es eh. Manchmal ist es auch vielleicht so ein Unbewusstes, aber wenn wir genauer hinschauen, dann wird uns das schon bewusst, was denn der eigentliche
Antrieb da drinnen ist. Und oft sind diese Ziele und Visionen, die dann oben sind, so drüber gestülpte Ziele oder Wege. Aber tief drinnen haben wir einen inneren Guide, ein inneres GPS, das uns genau in die richtige Richtung führt und treibt. Und dem zu vertrauen, dorthin zu hören, das ist jetzt nicht so laut wie der Verstand. Also es ist jetzt still und leise. Es ist still und leise und es ist mehr eine Vertrauenssache, der sagt, das ist mein offensichtlicher nächster Schritt und das passt. Und es ist keiner, der sagt, ja, also du, in 5 Jahren bist du dort und dort und in 5 Jahren hast du jenen Umsatz. Nein, aber das geht in diese Richtung. Also es ist leiser, es ist stiller, aber viel, viel stärker, wenn wir einmal dorthin hören, wenn wir dieses Vertrauen aufbauen und sagen, ich mache das, was offensichtlich ist und das ist der richtige Schritt. Und dann haben wir plötzlich ganz viel Zeit und arbeiten viel, viel weniger. Ja, absolut. Das heißt, auch wieder hier, es gibt sehr wenig zu tun oder vielleicht sogar gar nichts zu tun, sondern einfach zu erkennen, in diesem Augenblick ist das Offensichtliche für uns vorhanden und manchmal ist das Offensichtliche etwas zu tun und manchmal ist das Offensichtliche nichts zu tun. Das kann auch vorkommen und wir würden euch gerne einfach sagen, guck dorthin, was aus dir in diesem Moment als nächster Schritt offensichtlich und logisch erscheint und euch einladen, dieser leise und innere Stimme zu folgen, während der Verstand, während der Beifahrer so nebenbei plappert. Und so schließen wir ab und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.